Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti, frisch von der Waterkant aus Berlin. Ja, ich habe heute wieder einen Schmackel für euch. Und zwar zeige ich euch heute ein Gerät, welches neu auf den Markt gekommen ist. Und dabei handelt es sich, ich mache es mal nicht ganz so spannend, um die Day One Edition der Xbox One. Diese habe ich... Warte mal, heute haben wir den 23.11., die habe ich glaube ich 19. oder so bekommen. Und ich werde diese jetzt live vor euren Augen auspacken, das ist alles noch versiegelt. Und ich werde die Xbox 360, One, live vor euren Augen das erste Mal mein Fernseher anschließen und dann mit Dead Rising 3 gucken, ob es läuft. Weil es gibt schon wieder sehr viele Stimmen bei Amazon und auch weltweit, die sich darüber beschweren, dass irgendwelche Disk nicht gelesen wird, dass es also Laufwerkschäden gibt. Einige haben sicherlich auch vergessen, dass man da erstmal ein Patch downloaden muss. Und ich will jetzt einfach mal wissen, habe ich auch eine dieser kaputten Geräte erwischt oder einen von den heilen? So, das... ist das Spiel, welches ich dazu bestellt habe. Dead Rising 3 wird nicht offiziell in Deutschland erscheinen. Wenn ihr euch dazu mal Videos anguckt, dann werdet ihr wissen, warum. Da geht es richtig zur Sache. Und ja, und einen zweiten Pad. Und bevor jetzt Leute sagen, ey, so ein scheiß Xbox One Arsch, ich werde mir natürlich auch die PlayStation 4 zulegen. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Ich bin absolut neutral den Geräten gegenüber und das haben wir da super vorbereitet und werde mir natürlich auch wieder beide Konsolen holen. So, jetzt musste ich hier was aufschneiden. Ihr wisst, alles uncut, bin gleich wieder da. In der Zeit hört ihr so ein bisschen Fahrstuhlmusik. So, das war die Fahrstuhlmusik. So, ich habe hier einen originalen Brieföffner. Ich zeige euch jetzt mal die Xbox Verpackung, damit ihr sie mal seht. Die Day One Edition hat erstens mal diesen Download-Code hier von Fever, was mich persönlich aber überhaupt nicht interessiert, weil ich kein Fever-Fan bin oder generell kein Fußball. Und dann soll halt noch ein Day One-Schriftzug auf dem Joypad sein, also jetzt nicht so spektakuläres. So, wir schneiden das hier auf. Ich habe schon mit meinem Großhändler gesprochen und ihn gefragt, was ist denn, wenn die kaputt ist? Sagt er, ja, schick zurück. Da musst du aber warten, bis wieder neue Ware kommt. Bei meinem Großhändler war das so, da hat sich die Xbox One ungefähr 1:3 zu PlayStation 3 verkauft. Das 4, da muss ich erstmal dran gewöhnen. Das heißt, die PlayStation 4 hat sich dreimal mehr verkauft bei meinem Großhändler als die Xbox One. Allerdings ist die inzwischen jetzt auch bei meinem Großhändler ausverkauft. Die machen es jetzt aber sehr spannend. Wenn ich ganz ehrlich bin, und das bin ich ja fast nie, ein bisschen Angst, dass sie kaputt ist, habe ich schon, obwohl ich sie eigentlich im Moment noch gar nicht nutzen würde, weil ich ja immer noch Dragon's Dogma für die Xbox 360 spiele. So, jetzt darf ich wieder mein Dings hier nehmen. Ach, mein Schatz. So, jetzt darf ich hier nochmal schnippeln, oder was? Mal sehen. Ah ne, ist schon offen. So, ich mache die jetzt erstmalig auf. Ach, von der Seite geht das auf. Ja, ihr müsst verzeihen, ich habe noch nie einen Xbox One Karton aufgemacht. So, ja, das sieht erstmal aus wie eine Xbox One. Hier habe ich diesen Fever-Code drin. So, und dann mache ich das hier so auf und kriege das wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben zusammen. Dann haben wir hier so ein paar Heftchen, ja, so erklären für Dumme. Ein, glaube ich, Mono-Headset. Dann haben wir hier den Joypad. Mal sehen, wie der sich in der Hand fühlt. Also es ist mein erstes Mal, dass ich ein Xbox One Joypad in der Hand halte. Wenn ich jetzt noch einmal Xbox 360 sage, dann muss ich dieses Gerät hier aufessen, vor euren Augen. So, da drin befinden sich Batterien.
das kommt für mich aber nicht in Frage, da müssen Akkus rein. Ach, da muss ich mir ja schon wieder so ein Akkuladegerät holen. Aber so, das ist das gute Stück hier. Ich halte das mal jetzt in den Händen. Ja. Was? Müsste jetzt vergleichen. So, dann haben wir hier das HDMI-Kabel. Also natürlich um Spitzenqualität. Ich kriege das hier nie wieder zusammen. Dann haben wir hier das Netzteil. Das kommt mir ein bisschen kleiner vor als bei der Xbox 360. Jetzt darf ich es ja sagen. Und das ist das dazugehörige Stromkabel noch. So, jetzt kommt was ich auch noch nie besessen habe, nämlich dieses Kinect-Teil. Das ist ja hier mit dabei. Das vergessen viele Leute, die sagen, oh, die ist ja so teuer. Das ist aber schon hier mit bei. So, und jetzt wird es ganz entspannt. Ach ja, so, ich wollte gerade sagen, jetzt melde ich mich im zweiten Teil nochmal, aber die holen wir mal jetzt noch raus. Oje, meine, oje, meine, oje. Ach, Mensch, ey. So, hier ist die gute Welche, die ist in etwa so eingepackt. Schwarz, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man holt eine tote Konsole raus. So, meine Lieben, also was das schwer anbetrifft, geht es eigentlich, habe ich mir jetzt schwerer vorgestellt. Es reicht, um einen lauten Nachbarn damit zu erschlagen aus dem 10. Stock. So, tara, tara, tara. Hier habe ich die Xbox One. Jetzt komme ich mal näher ran. So, das ist welche diese. Ihr seht, da unten steht was. So, also ist etwas unscheinbar, ja. Es hat so gut wie überhaupt gar keine, ja, es ist sehr, wie soll ich sagen, es sieht aus wie, ja, also, wenn man sich da mal jetzt die andere Xbox vor Augen führt, wartet mal kurz, ah, alles live, ihr wisst, so, halt. So, wenn man sich jetzt mal, das ist die Xbox, mit der ich hier zurzeit spiele, anschaut, ne, dann ist es schon ein Designunterschied. Das kann man jetzt gut oder weniger gut finden. Ich persönlich finde diesen Kasten ein bisschen einfallslos. Sieht aus wie so eine Box hier aus den 70er Jahren, die man so hinstellt und da oben kommt die Musik raus. Aber im zweiten Teil gucken wir mal, ob die Sache funktioniert. So, bis gleich, euer Matti aus Berlin. Bleibt dran, denn jetzt wird es gleich spannend. Wird die Xbox funktionieren bei mir? Ja oder nein? Und ganz im Ernst, es ist noch nicht raus, dass sie wirklich geht. Und wenn, seid ihr live dabei, wie ich mich aufrege und das Teil aus dem dritten Stockwerk rausschmeiße. Bis gleich. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich knie nieder. Ja, dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier das Gerät, was wir natürlich brauchen, um eine Xbox One zu benutzen. Puh, ich stelle sie mal hier hin, obwohl das glaube ich nicht so gut ist. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist Kinect. Gedöns hier, aber eigentlich will ich erstmal wissen, ob die Disk überhaupt angenommen wird, denn das ist ja der Hauptkritikpunkt. Ey, das ist wirklich alles so zugemacht, so nach dem Motto, wer das auspackt, der darf das nicht mehr reklamieren. Dann würde man das eigentlich nur eingepackt benutzen können. So, als erstes hole ich hier mal das Netzteil raus. Ah, ja. So, das Netzteil. So, aber auch der Stecker ist extra nochmal in Folie. Also die Umweltbehörde Roadcase oder Greencase wird sich freuen. Ich mache das mal jetzt sehr schlampig. Wo ist denn jetzt der Reststecker? Ach ja. Ah, ich komme mir vor wie so ein Kind, was zu Weihnachten seine Geschenke auspackt, liebevoll. So. Hier ist der Rest. Also mir ist wirklich ein bisschen Bammel. Das ist ja alles ungeprobt, ihr wisst es. Das ist immer alles ungeprobt. Und ich weiß wirklich nicht, ob das Gerät funktioniert.
So, jetzt kommt das hier in die Xbox One rein. Nun mal QA hier, das ist relativ schnell. So, also angeschlossen ist sie. Allerdings muss ich jetzt natürlich erstmal... Oh, das ist alles sehr, sehr, sehr wackelig hier, ey. Wenn die jetzt runterfällt. So, Strom mache ich noch nicht rein. Ich hoffe jetzt mal, vor allen Dingen, dass der DrivePad funktioniert, weil... Ach ja, doch, ich habe ja Batterien. So, jetzt kommt das HDMI-Kabel. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hinten im Fernseher überhaupt noch Platz dafür habe. Weil meine PlayStation 3 und Xbox One sind da ja schon angeschlossen. Quatsch. Xbox, warte mal. Oh, mit Brille kann ich wieder gar nichts lesen. So, HDMI-Gedöns. Machen wir mal hier rein. Oder auch nicht. So. Ich will, dass ihr das wirklich mitbekommt und wenn hier was nicht funktioniert, dass ihr das leibhaftig mitbekommt. So, das kommt jetzt hier hinten in meinen Fernseher rein. Jetzt muss mal hier der Elvis verschwinden. So, Elvis, hau ab. Und gucken, ob ich hier noch einen... Bei meinem neuen Fernseher müsste ich eigentlich noch HDMI mehr haben. Ja, da haben wir noch einen dritten HDMI-Kabel. Anschluss. So, komm, Baby. Lass stecken. Geh rein. Oder muss ich noch hier Gleitcreme holen? Oh, ich und diese Stecker hier immer, wa? Ich bin zu blöd, ein HDMI-Kabel reinzustecken. So. Alles klar. Angeschlossen ist das Teil. Jetzt machen wir mal den Fernseher an. Dazu brauche ich eine Fernbedienung. Ich habe hier das schon mal vorbereitet. So, und dann, ja gut, die mache ich jetzt den Stecker rein. Und hier drüben ist noch ein Abdruck von einem Messer. Und hier von einer Gabel. Ja, toll. Wenn man also genügend Messer und Gabeln hat, plus eine Kanone mit großen... Dann halt doch mal eine Fresse, echt. Machen wir jetzt erstmal was anderes rein. So, jetzt brauche ich... Oh, eine Steckdose. Ach, scheiße, jetzt habe ich keine freie Steckdose. Warte mal. So, die Xbox 360 ist zum ersten... Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich fressen. Die Xbox One ist jetzt das erste Mal angeschlossen. Und jetzt kommt es drauf an, ich mache sie an. Erstmal brauche ich, ob sie funktioniert. So, also hier habe ich zum Beispiel schon mal keinen Kontakt. Ja, eigentlich müsste ich jetzt hier Kontakt haben, habe ich aber nicht. So, mein Fernseher sagt erstmal nö, nö. Und ich frage mich, wieso nö? Ich habe das doch... richtig angeschlossen hier. Ach man, ich liebe das. Ja, das HDMI-Kabel ist angeschlossen. Der Fernseher sagt aber, nö, hast du nicht. Nun bin ich aber nicht ganz so blöd, wie ich aussehe. Ach man, ey. Ist doch alles angeschlossen. Was wollt ihr von mir? Na gut, dann schmeiße ich mal die PlayStation 3 hier raus. Also HDMI-Kabel 3, also der dritte Anschluss, ist kein Kontakt. 2 auch nicht. Also bis jetzt, im Moment, hat meine Xbox keinen Kontakt zu meinem Fernseher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste das jetzt hier weiß aufleuchten. Aber das HDMI-Kabel hat keinen Kontakt. Es wird hier kein Kontakt aufgebaut, obwohl hier ganz klar HDMI steht. Ja, also Fakt ist, es funktioniert erstmal im Moment nicht. Aber warte mal, hier ist noch was. Moment, Moment, Moment. Es kann sein, dass ich mich schlicht und ergreifend zu blöd angestellt habe. Warte mal. Wo ist meine Brille jetzt? Ah, oh Mann, ey, wo ist meine Brille? Das ist so ein Klassiker, ey. Ach, furchtbar. Bin jetzt etwas genervt, weil das eine Kam... Dass das jetzt hier... Ah, gut, jetzt scheint es zu funktionieren. Warte mal. So. Tara. So, also, ihr seht, an geht sie schon mal. Und jetzt ist die Frage, wird sie meine CD akzeptieren? Bisschen Lichtscheiße hier, aber... So, jetzt holen wir uns... Wo ist denn jetzt das Dead Rising Spiel? Also Leute, ich
hau mir sowas gleich von selbst in die Fresse, ehrlich. Oh, ja, nee. Jetzt ist der, jetzt, ach, leck mich doch am Arsch. Ach, hier liegt das. So, jetzt machen wir Dead Rising. Ich zeig's euch nochmal vom Nahen. Die ersten beiden Teile sind ja beschlagnahmt. So, und ob das jetzt funktioniert oder nicht, seht ihr jetzt im dritten und letzten Teil. Warum sehe ich denn hier wieder nichts? Warum sehe ich denn jetzt hier nichts mehr? Das war jetzt ein relativ kurzes Bild, wa? Das ist jetzt schon wieder verstellt oder was? Nee. Ich bin echt irritiert ständig, du. Das Ding bringt mich der. Also ganz ehrlich, die Xbox One bringt mich jetzt schon zum Wahnsinn. Ich krieg jetzt schon langsam schlechte Laune. So, jetzt ist der Kontakt zum HDMI-Kabel wieder weg. Man, das Problem ist einfach, hier leuchtet zwar ein Lämpchen, das leuchtet weiß. Ja. Aber so richtig das Gefühl, ist das Teil jetzt an oder nicht, habe ich irgendwie nicht. So, Leute, die gesagt haben, das Gerät ist sehr laut, kann ich momentlich nachvollziehen. Ich melde mich jetzt gleich im dritten Teil und dann kommt die Stunde der Wahrheit. So. Der Patch ist fast runter, das hat jetzt, also er ladet jetzt das da, oder auch Dingsbums. Jetzt. Kabelverbindung unterbrochen. Ich habe überhaupt nichts berührt. Also, ich dachte, so, jetzt wollte ich mal das Kinect hier anschließen, aber auf der anderen Seite traue ich mich überhaupt gar nicht, das Gerät anzufassen. So, hier ist so eine Folie drum. Es ist übrigens sehr viel Folie. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier kein USB-Kabel beiliegt zum Aufladen des Pads. Oder auch, ich finde, auch so ein Play-and-Chart-Gedöns hätte man ruhig mal reinmachen können. So, die Kamera kommt dann darauf. Man kann sie auch irgendwie da oben ranbauen oder hinklemmen. Das machen wir mal jetzt noch nicht. Weil in erster Linie geht es jetzt erstmal darum, wird das Spiel funktionieren, werde ich eine 3-1 haben, die funktioniert. Das heißt natürlich nicht, wenn ich das Video hochgeladen habe, dass es dann eine Rauchwolke gibt. Aber bis jetzt bin ich optimistisch, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die sich jetzt aufregen werden weiter, außer über die eigene Doofheit. Denn die Disk ist immer noch drin. So, und jetzt hoffen wir mal, dass der hier mal gleich fertig ist. So. Sieht gut aus, dann machen wir mal den Pad hier wieder an. Ich sehe das jetzt auch alles zum ersten Mal. Vor allen Dingen immer noch zum ersten Mal jetzt hier und immer noch. Man weiß jetzt nicht, was er jetzt hier macht, außer dass er mir sagt, hey Alter, ich bin eine Xbox One. Das war mir soweit schon klar. Jetzt tut sich erstmal gar nichts. Hier irgendwas drücken oder so. Ja, das ist schon mal sehr spannend. Ja, gucken wir mal. Ich mache die Kamera an, wenn das Teil hier endlich weitergeht, weil jetzt ist der erstmal so stehen geblieben. Hier steht nichts. Irgendwie drückt mal Knöpfchen dies oder knöpft mal das hier Dings. Mach mal die Disk raus. Vielleicht kommt er damit ja auch jetzt durcheinander. So, ausspucken tut er sie. Ja, warte mal, wir machen mal, ich traue mich die jetzt gar nicht anzumachen, nachher macht der, ladet der hier noch irgendwas. Also, ich mache sie mal aus und wieder an. Wobei, aus geht sie gar nicht. Doch, so, Achtung, ich mache sie wieder an und ich hoffe, dass sie jetzt hochfährt.
Ach, dieser scheiß Fernseher. Achso, doch nicht. Ist ja, ich schimpfe immer auf andere. Wenn der jetzt wieder da stehen bleibt, dann krieg ich. So. Wenn er natürlich jetzt immer hier stehen bleibt, dann komme ich nicht weit. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass er sich weiter bewegt, weil sonst stimmt hier was mit dem Gerät nicht. Aha. Ach, jetzt ist es ausgegangen. Ha! Jetzt ist er wieder aus. Oh oh. Also habt ihr gesehen, ihr kriegt das mit, grüner Bildschirm und das Gerät ging aus, jetzt muss ich es wieder einstellen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diesen Bildschirm sehen. Ey, nachdem Ring of Death, ich habe ja auch vier Geräte verballert, kann sich Microsoft jetzt nicht schon wieder so ein Desaster erlauben. Es ist jetzt das dritte Mal, wieder bleibt der grüne Bildschirm stehen. Bis jetzt habe ich auf der Oberfläche von dem Gerät noch nicht zugreifen können. Das Update habe ich richtig gemacht, es ist auch alles angeschlossen. Aber ihr seht, es tut sich gar nichts. Also irgendwas ist schon wieder nicht in Ordnung. Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen rumtüfteln und sollte das so sein, dann kann mich Microsoft am Arsch lecken. Das meine ich jetzt ganz ernst. Bis gleich. So, also ich kann, man hört hier, wartet mal. Mann, ey, jetzt krieg ich gleich einen Anfall hier, du. Och, Mensch. Nein, das ist doch nicht zu fassen, echt. Wo geht denn die Lautstärke? So, man kann... Jetzt plötzlich kriege ich ein Bild. Merkwürdig. Also irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht, dass das so lange jetzt dauert. Und ich habe jetzt hier ein A gedrückt, das habe ich aber vorher auch schon. Sensor, nee, überspringen, das machen wir jetzt nicht. Sie können diesen Schritt später ausführen, machen wir später. Sie sind zwar Energie, aber für Ihre, wenn Sie diese nicht ver... bla bla, weiter erstmal. Energie sparen, schnelles Hochfahren, schneller Start. Wo ist da jetzt? Ich kann ja nichts auswählen. Die Deppen. Schnelles Hochfahren. Das haben wir gerade gesehen, ey. Vor allen Dingen, ich kann hier gar nichts. Langsamer Start. Schnelles Hochfahren. So, fertig jetzt. Ihr mit eurer Energie sparen immer. Mann, jetzt will ich doch. Och, jetzt geht er wieder ins Internet, ey. Das ist genauso wie bei PlayStation 3, was mich oft aufregt. Du legst ein Spiel rein und dann wird das erstmal installiert. Und Update A und Update B. Und nach einer halben Stunde hast du ja keinen Bock mehr zu spielen. Ich will jetzt einfach nur mal sehen, ob dieses Gerät, was will denn jetzt schon wieder? Oh, ich will mich jetzt nicht anmelden. Oh Leute, das ist doch nicht zu fassen, oder? Was soll denn dieser Scheißdreck jetzt? Ich will mich nicht anmelden. Ich will sehen, ob mein Spiel funktioniert. Ey, jetzt muss man sich da anmelden, ey, obwohl man nicht will. Oh, bis gleich. Also ich bin schon völlig genervt. So, jetzt sind noch mal anderthalb Stunden vergangen. Ich bin immer noch dabei, mich hier einzulocken. Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht auch so in die Konsole reinkomme, ohne mich jetzt erstmal mit meinen ganzen Xbox Live Sachen einzulocken. Ich habe jetzt 20.000 Mal mein Passwort eingegeben. Das ist absolut richtig. Er akzeptiert es hier nicht. Jetzt muss ich hier auf Account Live bla bla raufgehen und mein Passwort da wahrscheinlich suchen. Das ärgert mich. Das Kennwort oder die Zeit stimmen nicht überein. Ist so aber nicht. Das sind meine Originaldaten. Das wird so nicht akzeptiert.
Und wie gesagt, so sitze ich jetzt hier schon seit über einer Stunde, bin jetzt von 1, 2, 3, 4, von 6 Schritten bin ich jetzt auf den 4. seit Ewigkeiten. Ja. Falls ihr ein Konto, welche E-Mail-Adresse, neu anfordern. Falls Sie ein Microsoft-Konto besitzen, nutzen Sie diese E-Mail-Adresse. Habe ich alles gemacht und trotzdem sagt er, nee, ist nicht. Du existierst nicht. Ich musste jetzt ein paar Mal beweisen, dass ich nicht so ein Robot bin, wie sich die Dinger da heißen, nennen. Sicherheit hin, Sicherheit her. Trotzdem, wenn man, also wenn jetzt jemand hier vor dem Bildschirm sitzt und denkt, mein Gott, stellt er sich blöde an. Und es liegt wirklich nur an mir, denn entschuldige ich mich bei Microsoft persönlich, aber ich weiß noch, wie mein Passwort heißt. Ich habe es mir ja aufgeschrieben und dieses Teil hier akzeptiert mein Passwort schlicht und ergreifend nicht. Meine E-Mail-Adresse ja, aber mehr auch nicht. So. Und ich wollte jetzt einfach schnell ein Video drehen und das dann veröffentlichen. Jetzt muss ich erstmal auf so eine komische Homepage gehen. Ja, sobald es funktioniert, melde ich mich bei euch. Leute, ganz ehrlich, nachdem ich jetzt mir ein neues Passwort erstellt habe, was ewig lange gedauert hat, habe ich das jetzt eingegeben und hier steht jetzt, dieses Konto wurde von Xbox Live Service gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie. Was soll denn der Scheiß? Warum ist das denn jetzt plötzlich gesperrt? Ich meine, was soll das? Ich habe mir gerade ein neues Passwort gemacht und jetzt sperren die das einfach. Ich bin jetzt seit über 2 Stunden hier beschäftigt und habe jetzt ein gesperrtes Konto. Warum? Ich kann mich nicht anmelden. Und er sagt einfach, ich bin gesperrt, was ich nicht nachvollziehen kann. Da. Also weißt du was, Microsoft kann mich mal echt am Arsch lecken. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Microsoft-Seite. Ich warte jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 Minuten darauf, dass ich hier einen Chat führen kann mit den Mitarbeitern. Hier oben steht weniger als 6 Minuten. Ich habe jetzt geschrieben, hallo, habe eine neue Xbox One und wollte diese heute erstmalig testen und einrichten. Bis zur Eingabe meines alten Kennwortes hat auch alles prima geklappt. Mein altes Xbox Live Passwort wurde für meine Xbox 360 merkwürdigerweise, hier ist ein Fehler drin, nicht mehr akzeptiert. Brauche aber mein Konto, um meine Xbox One einzurichten und damit mich bei Xbox Live anmelden zu können. Habe Kennwort über Account Live bla bla zurückgesetzt, neues Passwort eingegeben und bestätigt bekommen, war dann über mein PC auch im Konto angemeldet und hätte neue Angaben einrichten können, wollte mich dann mit dem neuen Passwort bei Xbox One anmelden, wurde dann aber darüber informiert, dass mein Konto soeben gesperrt wurde, konnte mich auch vorher noch einloggen. Ich habe nichts anderes getan, als mein altes Kennwort zurücksetzen zu lassen und ein neues Kennwort zu erstellen. Dies wurde bei Xbox One zwar akzeptiert, aber gleichzeitig wurde ich auf eine soeben erst eingeleitete Kontosperrung hingewiesen. Ich möchte mein altes Xbox Live-Konto gegen Zensur behalten und meine Xbox One damit auch nutzen. Ich habe nie gegen Richtlinien von Microsoft verstoßen und habe mich streng an die heutigen Kennwortansagen gehalten. Verstehe nicht, warum mein Konto nun deswegen gesperrt wurde. Habe zwar mehrmals versucht, mein altes Kennwort einzugeben, leider erfolglos. Mehr habe ich heute nicht versucht, bevor ich ein neues Kennwort bekam.
Würde gerne mit meiner in Xbox One zocken. Na gut, das können wir vergessen. So, ich habe noch hingeschrieben, habe bisher an keinen Multiplayer-Sitzungen teilgenommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Halber Roman. Ja, das ist heute mein Tag. Also, ich sitze jetzt seit 3 Stunden an diesem Problem dran. Ich habe mein altes Kennwort eingeben wollen, um mich bei Xbox Live anzumelden mit meiner Xbox One. Eigentlich eine Kleinigkeit. Das Kennwort wurde nicht akzeptiert. Also habe ich das zurücksetzen lassen, habe mir ein neues Kennwort beschafft. War damit auch eingeloggt kurzzeitig. Die Xbox One hat dann das auch akzeptiert und gleichzeitig stand da aber auch, sie sind nun gesperrt. Und nun bin ich sehr gespannt, was ich denn nun falsch gemacht habe. So schnell kommt man in solche Probleme rein. Und ich warte jetzt seit 14.39 Uhr. Jetzt haben wir 14.59 Uhr. Also von 6 Minuten ist nichts. Aber gut, wollen wir mal gucken, dass es klappt. Ja, und dann melde ich mich wieder, wenn ich was Neues weiß. So, wir haben jetzt 15.01 Uhr. Zurzeit befinden sich alle Mitarbeiter in einer Chatsitzung. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ein Mitarbeiter wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Sie sind derzeit der Zweite in der Warteschlange. Leute, ich habe nicht gedacht, dass ich euch so ein Video abliefere, aber ich habe gesagt von vornherein, ich möchte alles, dass ihr das alles mitbekommt, was für Probleme entstehen. Ich behaupte jetzt nicht, dass es an der Xbox One direkt liegt. Die mache ich ja hiermit nicht runter. Das ist einfach nur wahrheitsgemäß das, was mir passiert ist. Eigentlich hätte ich jetzt schon seit 2-3 Stunden Dead Rising 3 hätte euch zeigen können. Ich hätte das Video längst bearbeitet und bei YouTube würde das jetzt hochgeladen werden, damit ihr das noch heute gucken könnt. Aber stattdessen sitze ich um 15.05 Uhr immer noch hier vor diesem Rechner und hoffe, dass er mein Konto wieder freigeben kann, denn oder mir erklärt, was hier passiert ist. Denn ich habe dieses Xbox Live-Konto schon seit Jahren, habe mir da auch mühsam 100 Freunde und was weiß ich alles aufgebaut, habe mir nie was zu Schulden kommen lassen und wegen so einer Sache wie einer Kennwortänderung plötzlich wird man gesperrt. Ich habe zwar mehrmals versucht, mich mit meinem alten Passwort anzumelden und da wurde ich auch ein paar Mal aufgefordert, irgendwelche Buchstaben und Symbole einzugeben. Aber ich musste natürlich auch Passwörter durchprobieren, weil er ja immer sagte, ist nicht. Und dann habe ich natürlich auch mal andere alte Passwörter ausprobiert. Aber der Hinweis, dass mein Konto gesperrt ist, kam erst nachdem ich mir ein neues Passwort schicken lassen habe, beziehungsweise erstellt habe und mich dann eingeloggt habe. Ja, und nun warte ich jetzt, Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt weniger als 6 Minuten, das war vor einer halben Stunde. Aus Datenschutzgründen will ich jetzt gleich nicht zeigen, wer hier mit mir chattet, aber ich werde euch... Oh, jetzt bin ich der Erste in der Warteschlange. Sobald ich das hier losgeht, mache ich die Kamera wieder an. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu Tode. Ich bin wirklich sehr angepisst. Wie gesagt, das liegt jetzt sicherlich nicht an der Xbox One. Das wird wieder irgend so ein technischer Scheiß sein. Was mich auch ärgert, ist, dass man am Wochenende hier niemanden erreicht, außer so auf die Art. Und dass man, wenn man dort anruft, auch noch Kohle bezahlen muss. Gut, bis gleich. So, 15.06 Uhr, ich bin immer noch der Erste in der Warteschlange. Kennt ihr das auch, dass man ewig lange wartet, bis man rankommt? Sei es, dass man bei der Telekom anruft oder sonst was. Und dann, in dem Moment, wo jemand rangeht, ist dann plötzlich das Besetzzeichen zu hören oder es wird aufgelegt. Und jetzt habe ich natürlich hier die Angst auch. Derzeit warte ich immer noch und hoffe, dass ich einen nicht allzu genervten Mitarbeiter rankriege. Und ja, das wollte ich euch nur mal sagen. Inzwischen habe ich meine Fingernägel bis zu den Grundknochen heruntergenagt.
bin auch ehrlich genervt. Heute ist schließlich mein freier Tag nach einer harten Ausverkaufswoche in meinem Kometladen. Und ja, ich meine, ich brauche das jetzt hier nicht dringend. Ich kann noch mit meiner PlayStation 3 und später 4 spielen. Aber ich habe jetzt eine Xbox One mir gekauft, besitze auch noch eine 360 und jetzt will ich verdammt nochmal auch spielen können. Nur 10, ey. Ich bin immer noch der Erste in der Warteschlange und wach bleiben. Pizza-Service? Ja, ich hätte gerne 6-mal Pizza Margarita, 5-mal Thunfischpizza ohne Zwiebeln und 3 Liter Cola und einen großen Eisbecher. Ja, bitte jetzt liefern. Ich bin zu Hause, ja, ich kann ja auch nicht weg. Es wäre nett, wenn Sie das einfach durchs Fenster. Ja, alles klar. Bis dann. Sag mal, hast du heute Abend was vor? Wollen wir was unternehmen? Du und ich? Hm? Schönes Lokal gehen? So, es ist 15.15 Uhr. Immer noch nichts. Und ja, jetzt bin ich schon wirklich sehr, sehr genervt, weil jetzt seit über einer halben Stunde warte, trotzdem ich immer noch der Erste in der Warteschlange bin. Und eigentlich wollte ich nur die Xbox One anmelden und euch was zeigen, dass das jetzt in einem 4-stündigen Horrormarathon ausartet und mir wirklich sämtliche Nerven noch kosten würde, hätte ich niemals gedacht. Ich bin auch jetzt ganz, ganz kurz davor zu sagen, leckt mich mal alle breitbeinig. Es ist jetzt 15.16 Uhr, also ich warte jetzt höchstens noch bis 3:30 und dann niente für heute. So, ja, da man ja nicht aufs Klo gehen kann, ne, muss man ja doch gucken, dass man sein Pipi los wird. Ehrlich, ich kann jetzt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich müsste wirklich mal aufs Klo, aber leider kann ich hier nicht weg. Wir haben jetzt 15.18 Uhr. Ich bin immer noch der Erste in der Warteschlange. Und hoffentlich nehmen die sich nachher für mich genauso viel Zeit, wie ich mir jetzt Zeit nehme zu warten. Ich habe doch Durst, ne? Egal, kann ich auch trinken. Soll ja gesund sein. Ja, scheiße alles. So, wir haben jetzt nach 4. Ich habe nur ungefähr 10 Minuten gewartet, dann war ich im Chat drin und habe einen sehr netten Microsoft-Mitarbeiter dran gehabt. Also gegen die Hotline kann ich eigentlich überhaupt nichts Negatives sagen. Und nach ungefähr einer halben Stunde Chatten stellte sich etwas heraus. Nun bin ich dafür bekannt, dass ich eigentlich sehr ehrlich bin und meine Videos immer uncut sind. Das bedeutet, selbst wenn ich in meinen Videos mal einen schlechten Witz mache, auf die Schnauze fliege oder sonst was, ich lasse alles so, wie es ist, also eine Rohfassung. Demzufolge, was machen viele Menschen, wenn sie sich zu dumm anstellen oder wenn sie sich geirrt haben? Sie versuchen, das zu vertuschen. Ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler gemacht, mache mich vielleicht jetzt auch zum Affen, aber ich stehe dazu, denn diesen ganzen Stress hatte ich nur aus einem einzigen Grund. Und zwar nicht deswegen, weil mein Microsoft-Pad jetzt da hinten liegt, obwohl ich ihn eigentlich hier brauche, sondern man muss sich ja mit bei einem neuen Gerät, guck mal, sowas zum Beispiel, ja, jetzt würde jeder auf Pause drücken, ich mach's nicht, so. Das ist einfach authentischer. Wenn man sich mit seinem alten Account anmelden möchte auf eine neue Konsole, Farbe auswählen, dann muss man seine alte E-Mail-Adresse angeben und sein Passwort speichern.
Jetzt habe ich mehrere Accounts bei Xbox Live und nur einen davon benutze ich, nämlich den gegen Zensur. Und ich habe jetzt die E-Mail-Adresse von einem alten Account benutzt, der längst gesperrt ist, warum auch immer, vielleicht weil ich ihn nie groß benutzt habe, aber das Passwort von gegen Zensur, das war mein Fehler. Und folglich konnte das ja gar nicht funktionieren. Und da das Konto schon seit Jahren gesperrt ist, hat das natürlich hier auch gestanden dann. So. Also Fazit, dieser ganze Scheiß ist nur gewesen, weil mir nicht aufgefallen ist, dass ich eine, weil die E-Mail-Adressen ähneln sich sehr und bei der alten, also bei der, die ich jetzt nutze, steht nur ein ganz kleines Wort davor und bei der, die ich nicht mehr nutze, nicht, aber das fällt kaum auf. Jetzt habe ich mich mit meinem richtigen Passwort eingeloggt und mit meinen richtigen E-Mail-Adresse und zack, bin ich hier oben mit meinem kleinen Herr der Ringe-Fritzen angemeldet. Also es war alles mein Fehler. Ich hätte mir diese ganze Schimpferei sparen können. Ich hätte die Warterei sparen können. Es hat mich jetzt über 3 Stunden alles gekostet. Ich bin der Depp und nicht Microsoft und nicht diese Konsole. Das will ich mal klarstellen. So, wir sind jetzt hier drin. Ich wollte euch jetzt ja zeigen, dass Dead Rising funktioniert. Die Disk wurde noch nicht ausgespuckt. Allerdings, was ich in dem Video gezeigt habe mit diesem grünen Bildschirm, dass es nicht weiterging, das hat nichts mit meiner Doofheit zu tun gehabt. Das war eine Merkwürdigkeit, die er sich bei der Hotline auch nicht erklären konnte. Da muss man mal abwarten, was das sollte. So, jetzt gucken wir mal, wo das Spiel ist. Wir sind jetzt auf der Startseite. Ich sehe das jetzt hier zum ersten Mal. Andocken. Disk einlegen. So, jetzt geht's los. Die Disk ist drin. Und er sagt, ich soll die einlegen. Sie ist nicht drin. Oh Mann, ich bin total durch den Wind. So, ich lege sie jetzt ein. Jetzt, wenn die Xbox kaputt ist, würde sie wieder ausspucken. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Disk einlegen, Disk installieren. Dead Rising wird installiert. Also, mein Laufwerk funktioniert schon mal. Installieren. 658 Megabyte. So, das installiere ich jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann zeige ich euch noch ein paar bewegte Bilder aus diesem ja, grandiosen Spiel. Hat so ungefähr eine Ranking so um 8 von 10 Punkten gekriegt. Die Vorgänger waren ja auch nicht so schlecht und haben gute Bewertungen teilweise gekriegt. Ich mochte nur mal den Zeitlimit nicht. So, also nachdem das installiert wurde, zeige ich euch was und dann werde ich das Video bearbeiten und dann am Sonntag hochladen. Bis gleich. So, ich bin am Überlegen, ob ich schon mal Kinect anmelde, programmiere. Ist übrigens jetzt mein wahres Aussehen. Er ist immer noch am Installieren. Ach, das ist wirklich. Von den Masken habe ich mehr. So, Kinect mal anmelden. Also zuerst fällt jetzt erstmal auf, dass gar nichts auffällt. Also, achso, soll man ja nicht berühren, ne? wenn das installiert. Nee, ich lass mal lieber nachher. Also, ich kann das im Moment nicht teilen, dass die Xbox One nicht einwandfrei funktioniert bis jetzt. Da haben ja viele mich schon ausgelacht, gerade PlayStation 4 Besitzer und drinnen haben gesagt, ah, du hast dir die One geholt, selbst schuld und im Netz überall dies und im Netz jenes. Zum Beispiel gab es einen, oder gibt es immer noch, der im Internet sich tierisch über die Xbox One beschwert hat und sie auch wirklich richtig runtergemacht hat, weil er sie angeblich besitzt und meinte, was ihm am meisten aber auch aufregt ist, dass zum Start, also als Starttitel, kein Mario-Spiel erschienen ist. Also wenn jemand schon so einen Schwachsinn schreibt, wo jeder weiß, Mario gehört zu Nintendo, dann zeigt sich schon, was für Deppen da teilweise unterwegs sind. Und ich bin der Meinung, jeder sollte sich eine eigene Meinung bilden.
weder aus der Zeitung noch von irgendwelchen Leuten beziehen, sondern macht euch eine eigene Meinung, liest euch durch, lasst euch nicht verblenden, weil die PlayStation 4 angeblich schneller oder sonst was sein soll. Entscheidend sind nachher die Spiele. Damals war der Sega Dreamcast auch der PlayStation 2 weit überlegen und trotzdem hat die PlayStation 2 gewonnen und hat sich, was weiß ich, wie viele Millionen mal verkauft. Technik ist nicht alles und es ist immer die Frage, wird es auch überhaupt ausgereizt von den Programmierern? Und was nützt dann eine, was weiß ich, Superkonsole, wenn die Spiele, die man mag, auf den anderen Systemen erscheinen? Also bildet euch eine eigene Meinung, guckt euch in Kaufhäusern an, die Geräte, oder bei Kumpels, oder guckt bei YouTube-Videos oder so, und dann entscheidet ihr. Und nicht nur, weil einer sagt, scheiße, oder sonst irgendwas. Und ich habe meinen Großhändler am Freitag angerufen letzte Woche und gefragt, habt ihr schon Reklamationen? Die haben ja tausende Geräte verkauft. Und die haben gesagt, ich habe bis jetzt noch keine einzige Reklamation gehabt. Man, wenn jetzt, sagen wir mal, bei Amazon 20 Leute sagen, das Gerät ist scheiße, da sind das 20 Leute von ein paar hunderttausend. Das muss man dann immer so ein bisschen so sehen und nicht sagen, 20 Leute sagen, das Gerät ist scheiße, also ist es scheiße. Das ist ja nicht präsentativ, ne? So, jetzt warten wir noch ein bisschen zurück. Leider steht hier, ich sehe es jedenfalls nicht, im Gegensatz zur alten, wie lange das noch installiert. Ich sehe hier unten einen ganz kleinen blauen Punkt. Wenn das jetzt der Fortschritt ist in den letzten 15 Minuten, dann ist das noch nicht mal 1% von allem. Aber hier steht nur, wird installiert, mehr nicht. Aber wir könnten ja mal gucken, ob ich hier mal in der Zeit ein bisschen rumblätter. Ich bin ja jetzt, glaube ich, online. So, also es sieht alles sehr aufgeräumt aus. Wartet mal, ich mache mal das Bild ein bisschen näher ran, damit ihr ein bisschen... Oh, jetzt wird es doch wieder so ein langes Video. Ja, gestochen scharf soweit. Hier ist, ja, es wirkt sehr aufgeräumt, ne? Sehr steril, aber das war schon. Wenn wir jetzt hier bei Spiele mal reingehen. Ups, tada. Wobei ja, ne, eigentlich müsste er ja weiter installieren, wa? So, dann sehen wir hier so Spiele halt, ne? Code verwenden. Also jetzt im Moment, ist das eigentlich, hier ist mein Account, 15 Freunde sind online, ups, kommt da immer so entgegen. Ich habe jetzt 89 Freunde, Nachrichten habe ich zwei nicht gelesen, ach, Folgen kann man mir auch, ja, wusste ich gar nicht, Nachrichten lesen. Es wirkt alles sehr hell und freundlich, also es gefällt mir. Wen werde ich am Freitag alles auf der neuen Xbox antreffen, fragt hier einer, und der andere... Ja, so ist es halt bei den Konsolen. Die können nicht mehr so viel, deswegen spiele ich es auf dem PC. Und wie findest du... Achso, da hat mich einer gefragt, wie ich Ryzen 2 finde und er spielt es auf dem PC. Das sind die Nachrichten, die ich bekommen habe. Also ich kann noch 11 Freunde in meiner Freundschaftsliste aufnehmen, wie ihr seht. Oder war das bei Microsoft jetzt unendlich? Weiß ich nicht. Ich bin ja da als Gegenzensur unterwegs. Könnt ihr gerne... mich einladen. So, 11% hat er erst installiert, also das dauert noch ein bisschen, dann melde ich mich später bei euch, ne? So, ich zeige aber nur ganz kurz was von Dead Rising, vielleicht ein bisschen den Vorspann oder so, weil, ja, ihr weißt ja, ihr wisst ja, ich bin da immer sehr vorsichtig und ja, das Spiel erscheint offiziell nicht in Deutschland. Mir gefällt es jetzt, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, auch wenn die Auflösung jetzt nicht so hoch sein soll, also die Grafik soll jetzt nicht der Burner sein. Ja, und ihr kriegt es im Fachläden, bei mir habt ihr es zum Beispiel auch gekriegt, oder online. Und ich denke mal, das wird bald auf dem Index landen und dann dementsprechend auch demnächst wahrscheinlich verboten werden. So, ich weiß, ihr würdet gerne mehr sehen, aber... Jedenfalls, meine Xbox 360, das kann ich jetzt im Moment sagen, scheint zu funktionieren. Ich kann diese Fehler und diese Beschimpfungen und die Reklamationen, die im Internet zurzeit durchhuschen, nicht nachvollziehen und auch nicht bestätigen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Ärger gibt, aber in meinem Falle
bin ich jetzt glücklicher Besitzer einer Xbox One, wenn auch ein bewegter Tag hinter mir liegt. Erfolg freigeschaltet. Nur weil ich das Spiel gestartet habe, habe ich schon Erfolg freigeschaltet. Ist ja witzig. So. Ja, lassen wir mal so Story-Modus, Albtraum-Modus. Oh, ich muss jetzt aufpassen, sonst spiele ich das Spiel ohne Ende und ich habe noch so viel zu tun. Mensch, das ist Bernd, mit dem bin ich... Mensch, mit dem bin ich auch zur Schule. Mensch, du hast dich aber auch verändert, Alter. Gisela! Das sind die alten Klassenkameraden von damals. Respekt. So, ich mache jetzt aus, weil, ihr wisst, Urheberrecht und so weiter. Bis dann, euer Matti aus Berlin und bei YouTube findet ihr genügend Videos über dieses Spiel. Warum ist denn die Kamera noch an? Die habe ich doch gerade ausgemacht. Und wo ist jetzt die Fernbedienung? Ey, ich werde zum Tier. Die habe ich noch ausgemacht, die Kamera, Mann. Ha 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 ha